Schreib ihm das rein. Stirb nicht, Mann. Und herzlich willkommen zu Battlefield 3 mit euer Tobi. Habt ihr mich gefunden? Das Exekutionsvideo. Video. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bomben. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Soleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten! Na los doch! Mach schon! Oh. Verdammt. Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey. Na, es ist ein Handy. Vielleicht finden wir da auch einen Einfluss. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund Ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Soleiman aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Nur welche? Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Okay. Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite, direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Missverkennungen. Vorrücken zu 1-6. Westlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3. Habe keine weiteren Infos. Out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Lecker. Hat das was zu bedeuten hat? Oh shit! Hinterhalt links! In den Bäumen! Eieiei. Boah. Ey, was ist denn für eine coole Waffe? Führung Mitte, 4-1-3, steht unter Präzisionsbeschuss. 2-3 hat erwischt, greifen an. Bin festgenagelt. Boah, er sieht schon echt cool aus hier so im Wald. Ich schieße! Boah. Das ist immer so cool, wie man hier die Feuerstöße ändern kann bei Battlefield. Kann man sich immer der Situation gut anpassen. Das sieht doch schon geil aus, finde ich. Wow! Ich hab ein neues Magazin nach. Was zum Henker geht hier ab? Keine Ahnung. Wir gehen ab durch die Mitte. Kurzstrecke! Los, los!
Ausrüster hoch! Bewegung! Bewegung! Oh, da ist noch mehr! Der eine campt da hinter diesen scheiß blöden Baum. Den erwische ich gar nicht. Na, Maga, übertreib mal nicht. Wo bist du denn? Ah, da hinten. So, den Raketenwerfer-Typen haben wir hinten erwischt. So. Das ist immer so cool, dass man die Sniper so sieht. Durch ihr Fernrohr blinzeln. Schade, dass es sowas nicht bei Call of Duty gibt, weil dann wären die Sniper nicht so einen krassen Vorteil, wie die eigentlich schon so sind. Weil dann könnte man die gut erkennen und dann weghauen, weil die sind ja auch schon so stark genug. Oh, was ist da? Gefallener Kamerad? Na, ist doch nicht, das sind die Terroristen. Oh, Gott verdammt! Russische Fallschirmjäger. Echte Russen, was hat das zu bedeuten? Vielleicht arbeiten sie für Kafarov. Oder so, Steve. Ich mache mir Sorgen, dass wir ein wenig unterbesetzt sein könnten. Wir haben was zu erledigen. Die Bomben. Das ist Misfit. Reden wir drüber. Okay. Triff dich mit Cole. Ah, das ist dieser Typ, der hier auf großen Helden machen will. Ich glaube, der will sich zu einem General machen oder so. So ist er irgendwie drauf. Ah ja, das ist unsere Kolonne. Wow. Das sieht derbe aus. Oh mein Gott, ich glaube, wir landen jetzt in einen richtigen derben Krieg. Da kommen wir nie und nimmer durch. Keine Chance. Da unten feindliche Einheiten stellen sich auf. Die Fallschirmjäger haben die kürzeste Route gewählt. Was zum Teufel geht hier vor? Sie sind aus dem gleichen Grund hier wie wir, Sergeant. Sind wir im Krieg mit Russland? Meinen Sie das? Wurde auf dich geschossen? Ja. Laut Doktrin könnt ihr schießen, wenn auf euch geschossen wird. Das ist kein Krieg. Jedenfalls nicht technisch gesehen, verstanden? Ja, Sir. Wir müssen jedenfalls zuerst dort sein. Glaubt ihr, die Russen sind nur zum Vergnügen hier? Die retten ihre Ärsche. Wir wissen, dass sie mit der PLA zusammenarbeiten. Und jetzt los! Okay, wir beenden einen Krieg, indem wir einen neuen anfangen. Was für ein Scheißspiel! Montez, du hast die Befehle gehört, also los! Tja, es geht wieder vom Neuen. Da kommen wir nie und nimmer durch. Nun gehen die Russen. Bald ein und macht euch zum Vorrücken bereit. Ziele, Turm MG, Truppen. Kämpfe dich durchs Tal. Schlag den feindlichen Angriff zurück. Wow! Jetzt geht das wohl eigentlich mal los. Boah, das ist eine ganz schöne Menge. Boah! Verdammt, ey, derbe. Hä, wo ist er denn? Ah, da. Das sieht so derbe aus, Leute. Alle am Durchdrehen hier. Hab ihn mal einfach so mal weggepfeffert. Achso, das ist ein Teamkollege, ja. Das sah aus wie ein Feind. Bin der Shooter King, der Shooter King, der Shooter King. Über den Kampf kommen noch mehr Fallschirmspringer. Feuerschutz! Wow! Aufpassen, hier fliegt alles um die Ohren, Leute.
Alter, das geht ordentlich ab hier. Hier wird ordentlich gefetzt, ey. Das ist der MG-Typi, den haben wir erwischt. Geile Sache. Wow, 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 wow. Ey, chill mal euer Leben. Achso, hier, Granatwerfer. Bam. Alter, nicht erwischt oder was? Hä, der lebt noch oder was? Obwohl ich da hingepfeffert habe. Lol. Wow. Gut, aufpassen, Jungs. Das ist noch nicht vorbei. Achso, ja, ja. Achso, formatieren. Wir müssen sofort auf die andere Seite des Tals rüber. Laut glaubwürdiger Infos rückt russische Infanterie von Norden her an. Sie strecken ihre Pfoten nach Kafarov aus. Ihn wollen wir uns greifen. Seinetwegen sind wir hier. Wir rücken weiter vor zum nächsten Kontrollpunkt. Verstanden? Oh, ich liebe grüner Tee. Okay. Geile Sache, ey. Das geht auch nicht ab hier. 200, schnell nacheinander. Feind hinter Deckung, fahren! Lauter Action, Leute. Boah, Alter, was? Boah, die jumpen hier vor rum und so. Alter. Oh nein. Oh Mann. Einer wurde erwischt oder was? Warte mal. Ich muss mal wechseln. Ja, chill doch mal. Ah! Ich check gar nichts hier, ey. Wow. Ich hab voll drauf gebratzt. Wie hält der denn aus? Wow. Komm her, du. Erwischt. Das geschieht euch recht. Wie der dann auch steht, ey. Leute, habt ihr den nicht gesehen oder was? Alter, wieder geflogen ist, Leute, Alter. Oh Mann. Also, wenn das der Kader jetzt so kommentieren würde, Alter. Ihr könnt gerne kommentieren, Alter. Der ist geflogen, der Junge. Der hat fliegen gelernt. Voll sarkastisch. Yeah! Ah, ich bemerke, wir haben keine Zweitwaffe. So, den habe ich erwischt. Boah, Alter, derbe. Ah, Munition wieder. Ah, cool. Alter, Leute, das ist Battlefield, ey. Atemberaubende Fights. Wow. Immer schön übertreiben hier, ne? Genau. Hier kriegt er noch eine Granate. Nimm das, Alter. Granaten vom Feinsten. Boah, derbe, wie das alles in die Brüche geht hier. So, an uns kommt ihr nicht vorbei. Jetzt könnt ihr euch schön abschwingen. Wo sind die? Wo sind die? Nein! Na pass auf, Mann! Alter, wir. Alter, wie rumfliegen immer denn? Bei den Granaten. Autsch! Noch eine Granate hier.
Kommt da ja noch mehr oder was läuft da jetzt? Okay, wir können los. Ja, warte, ich muss mal kurz Muni noch holen. So. Das sieht schon echt fett aus. Kontakt rechts! Feuerschutz! Bleibt in neuen Sektoren! Hab ihn!